Hallo, sorry, ich bin Bruno. Ich kann mit einem Kollegen von Facebook ein bisschen zusammen diskutieren, ein bisschen zusammen erklären. Über die Costa Concordia, der schöne Kreuzfahrtschiff, wo ich gesungen jetzt, auf der Küste von Italien. Aber ich will sagen, ich habe etwas gesehen, etwas hat mir aufgefallen. Erste, der Schiff ist gesungen, der Unfall ist passiert am Freitag 13. Schon da ist es komisch. Zweite, nicht alle Weißen, die am Sinne Taufe, Alvaro della Nave, dieses Schiff ist schon geboren mit Unglück, con la sfiga, attaccato al buco del culo. E perché? Der Champagneflasche ist 3-4 Mal nicht kaputt gegangen. Das ist auch in der Schiffwelt ist mega Unglück. Allora, erste Unglück auf seine Taufe, man ist geboren praktisch, ist schon ein komisch, nicht kaputt gegangen, Champagneflasche, das ist ein Horror. Zweite, ist seine Unfall, seine Tote, ist am Freitag 13, zweite, dritte, lieber Kollege von Facebook, dritte, da anschauen, dritte, schauen Sie mal, was habe ich entdeckt, ist genau passiert. 100 Jahre danach. Titanic ist in 1912 gesunken. Costa Concordia, genau 100 Jahre später, im Winter 2012. Schon gleich komisch, oder? Jetzt, ich werde mal fragen euch, ist nicht das gleich alles so strano, si dice in Italia? Ist komisch, oder? Eben, Harmschiff. Das war sein Schicksal schon seit dem Anfang, weil ich denke, ohne Chance. Nicht wo der Kapitän ist schuld, der ist schuld. Ist geschrieben, wo du hast Unglück und der arme Schiff hat muss sunken. Gehen Sie wieder auf das Schiff. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan von der Kreuzfahrt. Ich buche nächste Woche nochmal ein Kreuzfahrtschiff. Schauen Sie mal. Überlegen Sie ein bisschen. Wie viele Schiffe jetzt, in diesem Moment, in der ganzen Welt, in Pazifik, in Atlantis, in Indischen Ozean, auf Karibik, in Bahamas, Hawaii, in Polynesien, Nord Skandinavien, im Mittelmeer, in Asien, so viele Schiffe von der Costa, von der Carnival Cruises, von der AIDA, von der MS-Kreuzfahrt, von der alle Schiffe, so viele Schiffe sind jetzt, so viele Millionen Touristen sind jetzt am Genüssen, am Tanzen, sind am Genüssen seiner Kreuzfahrtreise. Allora, bleiben Sie positiv, bleiben Sie nicht so verschockt. So wie von einem Schiff gibt es tausende Schiffe, eine, wo ich geboren sfigata, schon geboren, habe ich Ihnen gesagt, wie komisch, und mit Unglück. Auf der Spitze von der Arsch. Machen wir das so. Genießen Sie die Kreuzfahrer wie ich. Bleiben Sie ein Kreuzfahrer-Fan wie ich. Und wie Tausende wie ich. Und das ist meine Meinung. Bruno aus der Schweiz. Ewei.